Papa, was machst du da? Du sollst doch schlafen. Geh wieder ins Bett, mein Schatz. Sie werden kommen und uns holen, stimmt's? Aber nein, mach dir keine Sorgen. Komm, ich bring dich wieder ins Bett. Schau, wie brav deine Schwester schläft. Leg dich auch wieder hin. Wir müssen morgen sehr früh los. Mich friert's aber so sehr. Dann hole ich dir einfach noch eine dicke Decke. Die Bettdecke ist voller Löcher, aber besser als nichts. Die Bettdecke hat schon bessere Tage gesehen, wie die Menschen hier. In der Schachtel sind nur noch ein paar Zündhölzer. So, mein Schatz. Gute Nacht. Schlaf schön. Du, Papa. Ja? Warum müssen wir weg? Lass uns morgen darüber reden. Wir wecken sonst noch deine Schwester auf. Ich will aber nicht weg. Ich will nicht weg von Mama. Du wirst sehen, alles wird wieder gut. Ehrenwort? Ehrenwort. Und jetzt träum was Schönes. Ich hab dich lieb. Den denn hier hingelegt? Was ist da unten los? Die SS. Oh nein, ich muss die Kinder verstecken. Etwas Petroleum ist noch drin. Es werde Licht. Ich brauche ein sicheres Versteck, und zwar schnell. Was ist das? Hinter der Kommode ist ein Loch in der Wand.
Bevor ich sie wecke, muss ich erst ein sicheres Versteck finden. Die Öffnung ist groß genug. Hier kann ich wenigstens die Kinder verstecken. Wacht auf! Was ist denn los, Papa? Schnell, kommt mit. Sie kommen, habe ich recht? Ja, ihr müsst euch hier verstecken. Nein, geh nicht, Papa. Aber wir haben Mama vergessen. Ja, Mama. Wartet hier, ich hol das Foto. So, jetzt aber schnell. Meine Frau Elsa. 2 Jahre ist es jetzt her, seit sie von uns gegangen ist. Hier, Mama wird auf euch aufpassen. Nimm mein Tagebuch, falls mich die bösen Männer mitnehmen. Geht zu Hermann, der weiß, was zu tun ist. Papa! Und jetzt sei bitte mucksmäuschenstill. Ich liebe euch. Er ist hier! Einen wunderschönen guten Abend, Doktor. Es hat uns einige Mühe gekostet, Sie aufzuspüren. Fast könnte man meinen, Sie würden uns aus dem Weg gehen. Ich habe in der Tat keinerlei Grund, Ihre Gesellschaft zu suchen. Als wir Ihre Forschungen finanziert haben, war dem noch nicht so. Wie sich die Zeiten doch ändern. Mein Ausstieg aus dem Projekt hatte rein persönliche Gründe. Das wissen Sie. Und Sie wissen, dass ich Ihre Entscheidung respektiere, auch wenn ich sie nicht billige. Leider ist noch etwas in Ihrem Besitz, das uns gehört. Und das würde ich sehr gern zurückhaben, Doktor. Und was sollte das sein? Sie verfügen über sämtliche Forschungsergebnisse. Mehr habe ich damals nicht herausfinden können. Könnte es tatsächlich sein, dass Sie mich für dumm verkaufen wollen, Doktor? Glauben Sie etwa, ich sei dumm? Nein, das glaube ich nicht. Also wäre eine Durchsuchung Ihrer Wohnung im Grunde sinnlos. Es gibt dort keine geheimen Unterlagen mit sensationellen Ergebnissen, die für den Führer und den Sieg über die Feinde des Reichs von unschätzbarem Wert wären. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Ich schulde Ihnen nichts. Ihr Pech, Doktor, dass ich in diesem Fall anderer Meinung bin. Heute müssen Sie bezahlen. Lasst keinen Stein auf dem anderen und nehmt alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Hätte nicht gedacht, dass wir nochmal zusammen reiten, Fenton Paddock. Ich auch nicht. Das dürfte gefühlt mein 8. allerletzter Einsatz sein. Aber leider hat mich die Army seit der Sache in Hongkong in der Hand. Was sagt eigentlich deine Tochter dazu? Wen war ihr Name, oder? Ist sicher nicht leicht, so ganz allein, während der Vater ständig auf tödlicher Mission ist. Wie würdest du dich als Teenager fühlen, wenn deine Mutter plötzlich spurlos verschwindet und dir nur noch ein Vater bleibt, der sich alle paar Monate mal blicken lässt? Andererseits gibt's sicher Schlimmeres als dieses hübsche Internat in Süddeutschland, das meinen kompletten Sold verschlingt. Ein weiterer Grund, immer wieder mein Leben zu riskieren. Apropos, worauf muss ich mich einstellen? Die Ägypter haben Wind davon bekommen, dass ihr mit den Franzosen einen Angriff auf Port Said plant. Mein Informant ist seitdem untergetaucht. Verdammt. Und was machen wir jetzt? Wenn unsere Jungs nicht wissen, wo genau sich das Hauptquartier befindet,
legen die Bomber doch die komplette Stadt in Schutt und Asche. Und darum werden wir das Ziel selbst ermitteln, um die Kollateralschäden überschaubar zu halten. Wie ist dein Plan? Ich marschiere durch die Vordertür, erzähle was von geheimen Informationen zum bevorstehenden Angriff. Und wenn alles so läuft, wie ich mir das ausgedacht habe, bringt man mich umgehend zum Oberkommando. Und was mache ich so lange? Ich habe einen kleinen Sender dabei. Modernste Technik. Du peilst mich an und schon haben wir die Koordinaten. Das reinste Kinderspiel. Gefällt mir. Wir sind da. Hier trennen sich unsere Wege, mein Freund. Das ist der Empfänger. Um mich anzupeilen, solltest du auf den Turm da drüben an der Stadtmauer steigen. Warte da auf mich. Was heißt Hals- und Beinbruch auf Arabisch? Erstens bin ich Israeli und zweitens sagen wir bei der Army Kopf- und Bauchschuss. Na dann.